Ja, moin und grüß Gott aus dem Turmzimmer im Hotel Krone Regensberg. Das ist hier in der Schweiz, um die Ecke von Zürich. Ich bin vor kurzem gelandet und habe hier ein Zimmer. Es besteht wirklich nur aus einem Zimmer und einem kleinen Baderaum. Und zwar ist das hier das wunderschöne große Bett im Hintergrund. Die Kofferablage, ein schöner großer Monitor. Dann dieser fantastische Ausblick auf den Schlossplatz oder Burgplatz vielmehr. Ein kleiner Schreibtisch, eine freistehende Badewanne. Ich weiß nicht, wie das hier mit Wasserflecken auf dem schönen Parkett ist. Keine Ahnung, da wird sich der Architekt was gedacht haben. Und dieses schöne große Sofa, diese Couchlandschaft, die sieht richtig mega bequem aus. Da kann der eine dann auf der Couch liegen, während der andere badet oder sowas. Ja, und dann, ist das hier, dieser Blick zur Decke hoch, sieht richtig schön aus. Das Turmzimmer eben. Und wenn man wieder zurückgeht zur Tür, dann haben wir hier den Blick in das Badezimmer rein. Ja, zwei Waschbecken, schöner großer Spiegel und diese mega Regendusche und eine Toilette. Oh, ein schöner, cooler Handtuchhalter hier. Ja, das hat doch was. Ich bin hier auf Einladung der Relais Château Hotels in der Schweiz und werde mir jetzt dieses schöne Städtchen, Örtchen anschauen. Es ist sehr empfehlenswert, das Hotel-Shuttle vom Bahnhof Dietelsdorf zu nehmen, denn hier hoch, glaubt's mir, möchtet ihr nicht laufen. Mit dem Auto ist das deutlich bequemer. Hier habt ihr übrigens aus dem Zimmer einen Blick ins Dorf hinein. Wunderschöne kleine Fachwerkhäuschen, das Kirchli und dort steht noch eine schöne Kanone. Allerdings in die Stadt hineingerichtet. So war die mit Sicherheit früher mal nicht ausgerichtet. Und dort ist dann der mittelalterliche Turm, auf den ich jetzt gleich mal hochgehen werde. Ja, eine schöne alte kleine Burg mit Dorf und so weiter und dieses schöne Schlosshotel mit einer exzellenten Küche. 9 Zimmer sind hier übrigens nur. Ja, das war's aus der Krone Regensberg.